Hallihallo, Hallöchen, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Zapunzels Orakel. Und ich möchte heute eine Gegenüberstellung machen. Ich habe gestern vom Rollentausch gesprochen, ja, und es ist ein bisschen so, da wo du der Aktivator warst, lässt du jetzt das Seelenband ein wenig baumeln. Ich habe ja nicht gesagt, dass es durchgeschnitten ist. Ja, manche haben es auch durchgeschnitten. Das kommt aber immer darauf an, was genau im Seelenvertrag steht. Ich glaube, ich bin so ein Kandidat, der darf das auf die sanftere Tour. Ja, so sanft war das am Anfang auch nicht, aber ist egal. Wir gucken jetzt mal, was es für dich braucht, was es für dein Gegenüber braucht. Du guckst, ob du mit dem, was ich erzähle, in Resonanz, gehen kannst. Wenn das so ist, dann freue ich mich sehr. Ich freue mich aber auch, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt oder ein Abo schenkst. Das unterstützt mich in dem, was ich hier tue, sehr. Und auch für all die anderen Wertschätzungen möchte ich an der Stelle mal von Herzen Dankeschön sagen. Ja, und jetzt fangen wir mal an. Was ist gerade wichtig für dich? Und was ist wichtig für dein Gegenüber, der hier im Kollektiv liebevoll Otto genannt wird, weil Spiegelname? Lebe deinen Traum, beginne wieder zu träumen und mache deine Träume wahr. Ja, und du bist ein lichtvolles Wesen und dieses Licht ist dir in der letzten Zeit ein bisschen gedimmt worden, um das mal vorsichtig auszudrücken. Du bist so ein bisschen in die Stagnation gegangen in den letzten paar Wochen. Und da möchtest du jetzt wieder raus, weil sich das einfach auf Dauer nicht gut anfühlt und weil du das auch nicht bist. Ne? Grundsätzlich habe ich es ja hier mit wirklichen Energieraketen zu tun. Jetzt ist die Frage, wovon träumst du und welche Träume möchtest du dir verwirklichen? Dann fang an, den ersten Schritt zu gehen. Ich weiß, dass für viele auch hier, ne, diese Liebe der größte Traum ist, der in Erfüllung gebracht werden darf, dann kann ich dir nur empfehlen, stell dir doch einfach vor, er ist schon in deinem Leben. Stell dir den Alltag vor, stell dir das als Normalität vor, ohne in den Mangel zu gehen. Du bist seine Seelenpartnerin, er ist dein Seelenpartner und ihr lebt zusammen fertig aus. Und dann brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen, wie das denn alles werden wird, ob das denn alles werden wird. Dann kannst du dich gedanklich ein bisschen davon lösen und schaffst dadurch den Raum, damit eben was erschaffen werden kann. Weil so wie es in den letzten Wochen war, war es ja nur auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Er ist in den Kampfmodus gegangen. Es ist jetzt eine positive Art von Kampf. Er kämpft nicht gegen dich, sondern er kämpft darum, wieder in seine Kraft zu kommen, seine Stärke wiederzufinden. Und er spürt, dass es sich lohnt, um diese Liebe zu kämpfen, ne? Wo er irgendwann gedacht hat, oh, ist alles selbstverständlich, es kommt ja vom Himmel geregnet, ich muss nur was sagen und sie erfüllt mir alle meine Wünsche. Da stellt er jetzt fest, ich muss gucken, dass ich wirklich der starke Mann an ihrer Seite bin, wo auch sie sich mal anlehnen kann, denn ansonsten zieht die ihres Weges. Ansonsten ist sie futsch. Bitte um Kraft und Geduld, bleibe dran und halte durch. Und dieses Durchhaltevermögen, das fällt ihm momentan ein wenig schwer, weil der steckt jetzt gerade in so einer Energie, in der du vor kurzem gewesen bist. Allerdings zubeln auch jede Menge Menschen an ihm herum und er darf jetzt für sich sortieren, wer darf denn hier mich begleiten auf meinem Weg und wer darf seine Probleme auch mal selber lösen, sich abgrenzen. Da ist gerade so ein Thema, wo er sich mit befassen muss. Und da tut es ihm wahrscheinlich auch ganz gut, wenn du jetzt hier nicht viel an ihn denkst und ihn einfach mal in Ruhe machen lässt, aber im Vertrauen bleibst, dass er die gleiche Stärke an den Tag legen kann, die auch in dir steckt. So, dann gucken wir mal. Du ja, du möchtest deine alte Leidenschaft zurückhaben und du beobachtest natürlich immer wieder,
Na, es gibt ja immer mal wieder so kurze Plop-ups, die dir was mitteilen wollen. Du kämpfst jetzt nicht mehr. Du kämpfst jetzt nicht mehr darum, dass Kontakte hergestellt werden. Du kämpfst nicht mehr unbedingt darum, dass ein Ich liebe dich von der anderen Seite transportiert wird. Du kämpfst auch nicht um gemeinsame Zeit. Du hast den Kampfmodus abgelegt. Du bist in den Empfangsmodus gegangen und lässt im besten Fall die Dinge sehr gechillt auf dich zukommen. In dem tiefen Vertrauen, dass das Universum euch nicht umsonst zusammengeführt hat. Und ja, auf dieser Strecke ja viel Weisheit erfahren wurde. Er hat jetzt hier die Liebenden, seine Liebe zu dir, die wird immer mehr und immer mehr und immer mehr aufploppen in seinem Kopf. Das kann auch anstrengend sein für ihn, dass er viel überlegt, was will ich, wie kann ich, was soll ich, was weiß ich. Aber an seiner Liebe zu dir ändert das nichts und wir haben hier unten drunter die Schwäne abgebildet. Ihr seid euch versprochen und ihr werdet euer Leben miteinander meistern. Ihr seid euch auch treu im Grunde eurer Seele. Und ja, die beiden haben die Narrenkappen an. Er wünscht sich natürlich den Spielmodus zurück. Wenn er aber im Kampfmodus ist, ist es schwierig mit ihm zu spielen, wird ihm vielleicht auch bewusst. Er setzt die Liebe auf jeden Fall jetzt in den Vordergrund. Gibt es eine verbindende Energie? Was ist gerade beide für euch beide wichtig? Du wirst geliebt, so wie du bist. Ja, das Gefühl darf man ihm immer wieder geben. Ne? Tacheles brauchst auch schon mal, aber das wird alles nichts daran ändern, dass du ihn liebst, weil du nicht so tickst wie seine Mama. Mein lieber Sohn, wenn du das und das für mich tust, dann kriegst du 50 Euro. Wenn du es nicht tust, dann streiche ich dir das Taschengeld. So bist du nicht. Du liebst ihn, wie er ist. Das nennt man nämlich dann bedingungslose Liebe. Und einige, die haben vielleicht noch sehr hohe Erwartungen und das sind die ersten Schritte zur Enttäuschung. Er schickt mir nur hier und da mal eine Botschaft, da habe ich nichts von. Ja, wovon hast du denn was? Du darfst auch immer wieder fragen, was hat der Otto denn von dir? Wenn du dich jetzt zuballerst mit Alltagsbeschäftigungen, hast du überhaupt Raum und Platz gehabt für dein Gegenüber? Also, hohe Erwartungen sind die ersten Schritte zur Enttäuschung. Er hatte vielleicht jetzt hier auch eine andere Erwartung und bestimmt nicht die Erwartung, dass du jetzt hier sagst, es ist in Ordnung, es ist wie es ist. Ich habe die Schwerter niedergelegt. Ich möchte mein Leben in Leidenschaft, Frieden und Harmonie verbringen. Der hat da nicht mit gerechnet, dass du sagst, und wenn dazu gehört, dich freilassen zu müssen, dann bin ich auch bereit, das zu tun, weil ich möchte mit Sicherheit keine Last für dich sein. Da hat er nicht mit gerechnet. Das ist jetzt eine Erwartung, die unerwartet kommt. Ja, guck mal doch mal, was damit jetzt passiert. Was sagt er dir? Ich habe viele Dinge vor dir versteckt. Auch um dich zu schützen. Dabei hat er aber nicht beachtet, dass du das auch erspüren kannst, weil du eben deine Fähigkeiten hast. Mein Leben ist gerade so überhaupt nicht im Lot. Und deshalb konnte ich dich auch nicht näher an mich herankommen lassen. Aber sei dir sicher, dass ich dich auch fühle, auch wenn wir jetzt vielleicht in eine kleine Pause gehen. Ist die Frage. Kann manchmal ein Tag sein oder zwei. Bei manchen ist es auch länger. Das ist, wie gesagt, bei jedem Seelenpaar ein bisschen anders geschrieben im Kleingedruckten. Allerdings wollte ich noch was sagen, das habe ich jetzt vergessen. Du sagst, ich bin nicht erreichbar. Mach. So hart würde ich es nicht sehen, aber für manche braucht es das, damit eben die eigene Energie wieder zurückfließen kann. Manchmal bin ich nachts wach und denke an dich, das ist aber auch unendlich anstrengend, würde ich sagen.
Das bringt dir vor allen Dingen gar nichts. Spür dich da einfach mal rein. Das ist angenehmer und lange nicht so kräftezehrend. Du weißt gar nicht, wie schwer mir das gefallen ist, dich gehen zu lassen. Bieb, da gehe ich auch auf den Buzzer. Wenn es schwer ist, ihn gehen zu lassen, stehst du dann zu 100% dahinter? Und vor allen Dingen, wie bist du dann im Glauben, dass ihr zu 100% zusammengehört, weil ihr ja eins seid? Ja, ich erwähne dich nicht häufig in der Öffentlichkeit, aber ich liebe dich. Das sind deine Worte. Ja. Kann mir schon vorstellen, wen ich hier mit dieser Legung anspreche. Das ist halt immer so, ne? Dann gucken wir da jetzt mal ein bisschen genauer. Mache ich einen Spoiler? Nee, ich mache eine Gegenüberstellung, aber für diese Gegenüberstellung möchte ich noch eine Überschrift. Um was geht es bitte in den nächsten 24 Stunden bei dir? Und bei ihm? Das ist ein bisschen viel. Ich gucke sie mir trotzdem mal an. Bei dir geht es jetzt gerade darum, altes Karma aufzulösen, den Spieß umzudrehen, um eine Balance herzustellen, um Gerechtigkeit herzustellen. Du darfst dir sicher sein, dass du hier von deiner geistigen Welt geführt wirst und dass du hier auch keine Fehler machen kannst, dass du praktisch. Ja, also ich weiß es nicht. Habe ich mich gestern ausgetauscht mit jemandem. Wenn man mit dem Otto dann spricht man ohne zu denken. Die Worte kommen einfach und die sind in dem Moment genau das, was es braucht. Deshalb vertrau dir einfach, dass, ne, das, was du tust, der richtige Weg ist und du deshalb dir eben auch nicht den Kopf zerbrechen musst. Unendlich, was haben wir jetzt hier? Ja, bei Otto hast du jetzt was ausgelöst. Also, um das jetzt mal kurz zu fassen. Er ist dabei, eine Struktur in sein Leben zu bringen, weil er möchte eine solide Grundlage schaffen für euer Glück. Er möchte nicht, dass du da ein Chaos für ihn aufräumen musst, sondern er möchte da für sich selber, ne, eine gewisse Grundlage erschaffen, was ja auch erstmal sehr vernünftig ist, weil ansonsten habt ihr ja immer wieder irgendwelche Punkte, wo ihr aneinander rasseln müsst. Er kennt dich, er bezieht dich auch in seine Planung mit ein. Und es ist aber so, dass seine Familie da auch noch Zwischenfunkt. Grundsätzlich bist du aber seine Familie und er findet dich nach wie vor unglaublich attraktiv. Er hat aber auch das Vertrauen darin, dass das gerade die göttliche Zeit ist, dass genau das geschieht, was geschieht. Ist jetzt auf der Suche nach seiner Stabilität, möchte in seine Harmonie zurück und geht in den Flow. Und dieser Flow führt schlussendlich dazu, dass hier der Wandel vollzogen wird. Er wird mutig und dadurch kommt es zum Durchbruch. Halleluja. Ja, dann gucken wir doch mal. Im Grunde ist schon alles gesagt. Aber vielleicht kriege ich irgendetwas noch raus. Weißt du, was ich jetzt tue? Ich setze dem jetzt meine Power-Pyramide auf die Überschriften. Das kann nicht schaden. Die ist nämlich energetisiert mit Zuversicht, Mut, Kraft und Stärke. Kriegt er jetzt dahingesetzt. Du bist jetzt gerade dein eigener Wegweiser, wo du eine Zeit lang die Tipps und Ratschläge deines Ottos sehr geschätzt hast. Es ist ja nicht umsonst, dass du so gewachsen bist. Da hat er ja schon immer die richtigen Impulse in deine Richtung geschickt. Aber jetzt gerade ist für dich die Zeit, mal abzubiegen in Richtung deines eigenen Lebens.
du setzt dich jetzt selber in den Fokus, weil es lange Zeit anders war, aber so scheint es im Lebensvertrag, im Seelenvertrag zu stehen. Na, da muss man mal genau das Kleingedruckte sich angucken. Und dein Herz hat begriffen, was hat es begriffen? Dass nur Heilung geschehen kann, wenn du ihn mit seinem Schlamassel ein Stück weit alleine lässt, weil das immer wieder in dein Feld geworfen worden ist, ohne dass du danach gefragt hättest und dass dein Leben halt eben dann auch ein bisschen aus der Bahn gekickt hat. Da ist es deine Aufgabe zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Trotzdem weiterhin an die Wunscherfüllung zu glauben und daran, dass das Universum weise ist. Ja, genau. Auf ihn zu vertrauen, auf ihn zu vertrauen, dass er die Entscheidung trifft, die richtig und wichtig ist für euch beide, ohne ihn dahin zu drängen und in der Zwischenzeit die Entscheidungen für dein Leben einfach so zu treffen, wie es sich richtig anfühlt. Du bist zumindest in den nächsten 24 Stunden voll in deiner Kraft und in deiner Stabilität. Wo dein Zuhause ist, das weißt du. Und wenn du das schon so manifestierst, dann wird es auch zu dir kommen. Dann, wenn dieser alte Zyklus abgeschlossen ist, kommen hier wieder glückliche Phasen und der Rückzug wird aufgehoben. Dann kommt auch wieder mehr Licht in den Raum. Und was erzählt uns der Herr Otto? Ja, was sagt, der ist dabei zu klamüsern. Was wünsche ich mir? Als Kind habe ich mir eine Mama gewünscht, die viel um mich rum ist. Jetzt ist die Mama viel mehr um mich rum, als sie in meiner Kindheit war. Zubbelt an mir rum, will die alte Verbindung wiederherstellen, stellt aber immer nur Ansprüche auf eine liebe, nette Art, stellt Wünsche in den Raum und ich bin jetzt einfach müde. Ich bin müde und ich möchte mir aber angucken, was wünsche ich mir für mein Leben. Als Erwachsener Otto, ne? Nicht als das Kind. So, und jetzt legt er sich selbst an erste Stelle in sein Herz und mittendrin liegst du. Das ist krass, ich habe hier die Kamera blöd eingestellt, aber du siehst es, ihr guckt euch sogar an. Ihr guckt euch sogar an und die Dame hat einen Brief in der Hand. Du bekommst eine wunderschöne Nachricht, sofern du hiermit in Resonanz gehst. Und wir machen dann nochmal ein bisschen extra Power in Richtung Otto, der kann das nämlich. Der hat eine wahnsinnige Stärke in sich, er hat nur in der letzten Zeit vergessen, wer er ist. Ja, das kribbelt den Rücken runter. Es wird schon ankommen. Und ja, du liegst mitten in seinem Herzen und er liebt es, wie friedensorientiert du bist, wie du es immer wieder schaffst, Harmonie in sein Feld zu bringen. Er liebt es auch, wenn er leidenschaftlich ist mit dir. Oh, er kommt galoppiert. Er kommt galoppiert. Also kann jetzt relativ fix funktionieren, dass bei dem einen oder anderen jetzt das kleine Wunder sich auf den Weg macht. Die Mäuse knabbern das finanzielle Thema auch auf. Und hier liegt die große Veränderung. Also der Otto wird in den nächsten 24 Stunden, das wird nicht alles wusch weggewischt, aber der hat ja auch schon vorgearbeitet und die Energien sind gerade flotter, als sie jemals waren. Er wird ein Stück weit Heilung erfahren und er wird dann eine Entscheidung treffen ohne Masken und es wird hier wirklich vorwärts gehen. Ohne, dass er aus dem Mangel heraus handelt, sondern aus seinem tiefsten Gefühl, ja. Transformation wird abgeschlossen. Auch hier haben wir die Sterne dahinter liegen. Welches Impulschen bekommst du denn jetzt noch mit auf den Weg? Auch heute kann ich auch ein bisschen länger orakeln. Ich habe heute noch Energie. Und
Bam, 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 das heilende Herz. Du bist eine starke Heilerin. Mach weiter mit deiner großartigen Arbeit. Schule dich, wie es deine Art ist. Es gibt die, die autodidaktisch am besten klarkommen. Es gibt aber auch die, die Mentoren brauchen. Such dir Menschen, stell dir Menschen an die Seite, die dir dazu verhelfen, deine Fähigkeiten zu nutzen und der Menschheit zur Verfügung zu stellen. Die fällt häufiger hier im Kollektiv. Ich weiß aber auch ganz genau, dass ich hier viele Heiler habe, die ihr Können bisher noch nicht der Menschheit zur Verfügung gestellt haben. Vielleicht war auch noch nicht die Zeit dafür. Man kann erst heilen, wenn man wirklich Heilung selbst erfahren hat. Ansonsten ist das eine Mogelpackung. Ich möchte noch wissen, welcher Heilstein das ganze Unternehmen hier unterstützt, das auf so einem guten Weg ist. Welches Steinchen powert hier noch mit? Muss ich eben gucken, ist Englisch. Hoffe, ich kann es übersetzen. Der Rhodonit und der Baryt. Die habe ich beide nicht hier am Tisch liegen. Was geht es da? Es geht einmal mit dem Rhodonit um an die, die immer wieder in den Zweifel springen, die immer wieder in die Negativität hüpfen. Und da kann ich euch einfach immer nur wieder in Dauerschleife erzählen, achtet auf eure Gedanken. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und sagst, ah, so ein Shit, ich muss schon wieder in die Arbeit, ich hasse meine Arbeit, dann machst du irgendetwas nicht optimal. Entweder liebst du das, was du tust, oder du bist im falschen Film unterwegs, dann kannst du dein Leben noch verbessern und der Rhodonit gibt dir die nötige Stärke, um das zu tun. Wie gesagt, meine Pyramide, die kann auch powern, je nachdem, wer diese Werkzeuge braucht. Du brauchst dich nur mit mir in Kontakt zu setzen. Der Baryt ist wichtig für die, ja, für die, die misstrauisch sind. Das sind zwei Steine, die sich an die Misstrauischen hier im Kollektiv wenden. Für die wird es auch schwer sein, dass der Otto jetzt hier den Drang verspürt, in deine Richtung vorzusprechen. Denn was er braucht, ist deine Zuversicht, dein Vertrauen an seine Fähigkeiten, dein Vertrauen in seine Kräfte. Ja, und dass ihn einfach machen lässt. Wir nehmen noch ein Ritual mit, wenn ich die Karten finde, und dann ist für heute gut. Welches Ritual ist an dieser Stelle wertvoll? Eine Karte reicht. Das ist wichtiger. Womit kann das Kollektiv ja arbeiten? Schutz für die Wohnung. Naja, könnte ich auch nochmal machen. Kriege ich danach wieder Kommentare zu hören. Ist aber egal, wenn es dann passiert ist, ist es ja schon passiert. Mit einem Schutzzauber kannst du deine Wohnung oder dein Haus energetisch schützen. Es soll schlechte Einflüsse von außen abschirmen und dir helfen, dich in deinem Zuhause sicher und wohl zu fühlen. Und jetzt kommt es schon wieder. In meinen Augen sitzt das ja alles im Kopf, ne? Diese schlechten Energien, wenn ich mich darauf fokussiere, dann spüre ich die viel, viel mehr, als wenn ich mir einfach jeden Tag vorbete, es kommen nur gute Energien in mein Feld. Auch da haben wir wieder das Resonanzgesetz. Menschen machen es sich manchmal komplizierter, als es nötig ist. So sehe ich das. Aber trotzdem gibt es Zeiten, dann braucht man schon mal so kleine Rituale, um sich eben sicherer zu fühlen, solange bis die Sicherheit in einem selber wieder zurück ist. Fülle etwas Wasser in eine kleine Schale und verrühre darin etwas Salz. Das Salz soll dem Wasser schützende Eigenschaften verleihen und gehe dann als erstes zur Eingangstür, tauche einen Finger in das Salzwasser und umrande den Türrahmen damit. Stelle dir dabei vor, wie sich eine Barriere aus weißem Licht um die Tür legt. Wiederhole diese Vorgehensweise bei allen Fenstern in der Wohnung, bewege dich dabei von der Eingangstür aus gegen immer im Uhrzeigersinn fort. Dieses Ritual kannst du in regelmäßigen Abständen wiederholen und immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass es notwendig ist. Ja, das kann man machen. Das kann man machen. Das wäre mir momentan zu aufwendig, aber das kann man sicherlich machen. Ich kann mir doch vorstellen, dass mein Haus
von weißem Licht umgeben ist und einfach beschützt ist, reicht das nicht auch? Also das, so gehe ich mit den Dingen um, aber ich bin halt eben auch kein Guru und ja, bin halt eben ich. Aber bisher hat das noch immer ganz gut geklappt, dass hier mein Haus niemand betreten hat. Er jetzt wirklich unterirdisch von miesen Energien behaftet war. Im Gegenteil. Ja, aber da hat halt eben jeder so seine Einstellung zu. Ich lasse es so stehen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Es ist halt meine Meinung und die muss ja nicht auf jeden treffen. Es ist, wie es ist. Ich bedanke mich für deine Zeit. Freue mich, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal.